Das ist Camilla. Camilla beobachtet, wie ihr Nachbar seine Pflanze mit Mineralwasser begießt. Und sie fragt sich, ob das vielleicht schädlich für das Pflanzenwachstum sein könnte. Schließlich hat sie schon einmal etwas von einem Waldsterben gehört. Ups, die arme Pflanze! Camilla hat recht. Neben den lebenden, also biotischen Faktoren, gibt es auch viele Faktoren, die keinen lebendigen Ursprung haben. Man nennt sie die abiotischen Faktoren. Es sind unter anderem Wind, Wasser, Licht, Temperatur und der pH-Wert des Bodens. Wenn es heißt, dass eine Lösung einen bestimmten pH-Wert hat, dann wird damit ausgedrückt, dass es sich dabei eher um eine saure, neutrale oder alkalische Flüssigkeit handelt. Die Abkürzung pH steht für... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com